Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und direkt begrüßt euch hier eins der neuen Knappstrupperfohlen. Ist es nicht süß? Es sieht aus wie ein kleiner Dalmatiner mit den ganzen Punkten am Fell. Und ja, die sind jetzt heute ins Spiel reingekommen. Ich bin total gehypt davon. Ich möchte unbedingt auch gerne Knappstrupper haben und am liebsten in allen Farben. Ich glaube, das wird meine neue Rasse, die ich dann züchten möchte. Von mir aus, weiß ich nicht, trenne ich mich auch noch von ein paar Pferden, muss ich. Also schaut gerne bei mir vorbei und kauft Pferde, ne? Es sind heute drei neue Fohlen zur Welt gekommen. Die wollte ich euch eigentlich zeigen, aber das Spiel muckt ein bisschen. Ich denke, das liegt einfach daran, dass hier zu viele auf das Spiel so zugreifen und dementsprechend natürlich ja hier viel los ist und alle die Knappstrupper sehen wollen. Brenda hat heute einen Fohlen bekommen, Haley hat einen Fohlen bekommen und Silberfee. Dann hat Sindri das Prädikat klinisch erprobt, beziehungsweise ja, klinisch gut erhalten. Ach, guck mal an, da kann ich zumindest von Silberfee den kleinen Silberling euch zeigen. Ja, der ist heute zur Welt gekommen mit konstant guten Werten. Genau. Aber halt kein Überflieger, bin ich auch ganz ehrlich, der wird auch nicht bei mir bleiben. Überhaupt alle Fohlen, die heute geboren wurden, werden mich verlassen. Auch dieses Hengstfohlen wird mich verlassen, ein Fohlen, was auf jeden Fall Tobiano mit drin hat, habe ich noch nicht testen lassen, aber das sieht man ja schon, ne? Also das ist natürlich klar, dass da Tobiano mit drin ist. Und Brenda hat diese süße kleine Maus hier geboren, die leider einen Average hat, also einen durchschnittlich hat, aber mit dem W21-Gen zur Welt gekommen ist. Alles andere ist halt eben klein. Buchstabenmäßig hier unterwegs. Also sie hat wirklich nur das W21 und sonst nichts, hätte ich jetzt fast gesagt. Wobei das ja auch schon was Besonderes ist, ne? Also das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Zeichnung. Sie hat wunderschön weiße, hohe Beine. Also mir gefällt sie gut. Wem sie auch gefällt, der darf mir das gerne schreiben. Ich denke, ich werde für alle Fohlen euch auch gerne einen Freundschaftspreis machen, die ich verkaufe. Wohlgemerkt, ja. Ich verkaufe ja nicht alle. Noch sind ein paar Pferde in den Verkäufen, aber die werden mich, denke ich, auch in den nächsten Tagen verlassen, denn ich brauche dringend Platz für die Knappstrupper. Und habe leider auch schon ein paar Pferde ins Retirement geben müssen, die also von den Werten her katastrophal waren. Die kann ich nicht mal auf den Markt schmeißen, weil mittlerweile hat sich der Markt ja für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch so geht, sehr, sehr negativ entwickelt. Also es sind Pferde, die gar nicht mal so Kracher sind, die manchmal nur einen Very Good haben und dann für, was weiß ich, horrende Summen verkauft werden am Markt. Finde ich ein bisschen blöd, ne? Da gibt es echt Fohlen, die gehen für 60.000 Horse Reality Coins über den Markt, wo ich mir an den Kopf fasse und denke, Leute, es ist ein Spiel, was ist das bei euch? Ja, so viel erzielt manchmal ein normales Fohlen auf der Welt nicht. Und ihr wollt da 60.000 Horse Reality Coins haben für ein Pferd, was womöglich sogar noch, oder für ein Fohlen, was womöglich sogar noch ein Average dabei hat. Nee, also ganz, ganz blöd. Und gab es auch vor ein paar Tagen eine Diskussion dazu auf einem Discord-Server, wo ich auch nachgefragt habe, Leute, warum verkauft ihr solche Pferde, wo ich gerade mal 1000 Horse Reality Coins nehmen würde, weil ich mich einfach auch nicht traue, solche Preise zu nehmen. Warum nehmt ihr da 10.000 Coins für? Ja, wir wollen halt, wurde dann gesagt, dass ja Pferde, die Average haben, gleich ins Retirement landen und gar nicht erst noch groß auf den Markt geschmissen werden. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, das ist eine super Logik. Warum soll man denn alle Pferde, die ein Average haben, ins Retirement geben? Denn
Es sind ja auch mal interessante Färbungen oder interessante Züchtungen, die vielleicht jemand sucht und vielleicht sagt, okay, da ist ein Average bei, aber ich habe ein Pferd mit 7 Very Good, das gleicht das wieder aus und dann verpaare ich die zusammen und dann ist das wieder gut. Ja, aber da pauschal zu sagen, das Pferd hat ein Average, das geht ins Retirement, finde ich ein bisschen blöd. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das nimmt einem so ein bisschen im Moment den Spaß am Spiel. Ich habe heute gelesen, Horse Reality gibt es jetzt 7 Monate lang. So lange spiele ich natürlich noch nicht. Aber ich spiele schon eine ganze Weile. Und ich muss echt sagen, am Anfang hat das Spiel mehr Spaß gemacht, was das angeht. Es macht mir nach wie vor wirklich Spaß. Ich denke, meine Zucht wird sich ein bisschen verschieben, weil ich ja jetzt an die Knappstruppe ran möchte. Aber das ist ein Unding. Ich weiß nicht. Also ich persönlich denke mir immer, okay, ein Pferd hat ein, oder ein Fohlen hat ein Average, also nehme ich nur 1000 Horse Reality Coins. Die wirst du auf dem Markt überhaupt nicht mehr los. Die nimmt dir keiner mehr ab. Selbst für die 1000 Coins nicht. Also bleibt mir manchmal wirklich nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gebe es ins Retirement, um überhaupt wieder Platz zu haben. Entscheidender Nachteil ist aber, irgendwann sind meine Horse Reality Coins auch mal leer. Mein Bankkonto ist dann irgendwann mal leer. Und neue Pferde kommen dann leider nicht nach. Und was auch teilweise für die Zucht genommen wird. Leute, ihr glaubt es nicht. Manchmal sehe ich Pferde, die haben durchschnittlich, unterdurchschnittlich. Und da werden DPs für genommen, Coins für genommen. Da sträuben sich mir die Nackenhaare. Oder auch, wie gierig teilweise, also wenn ein Pferd wirklich gut ist und echt viel Very Good hat und alles andere nur gut und so. Dann finde ich auch mal 10.000 Horse Reality Coins gerechtfertigt. Aber für ein Pferd, was 12-mal gut hat, zahle ich definitiv keine 10.000 Horse Reality Coins für die Zucht. Das sind Summen mittlerweile. Entschuldigung, kann ich nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Und ich bin immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin zurückhaltender, was das angeht. Vielleicht auch, weil ich anderen gegenüber fair bleiben möchte. Mir einfach denke, ich bleibe lieber niedriger. Dafür wird vielleicht öfter mit meinem Pferd gezüchtet. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, je niedriger ich bleibe, umso weniger wird es gekauft oder damit gezüchtet, weil man denkt, okay, das ist nicht gut. Ja, ein Pferd, was nicht 10.000 Horse Reality Coins kostet, kann nicht gut sein. Ja, das ist ein Pferd mit viel Average oder was. Wobei das Quatsch ist. Ja, also ich finde, da muss wieder ein neuer Trend her und ich glaube, ihr seht das genauso. Ihr Lieben, damit verabschiede ich mich von euch. Schaut euch die kleinen süßen Knappstruppe an, die sind echt süß. Wir können ja mal gucken, ob mich das Spiel jetzt da gerade reinlässt. Es lädt schon wieder die ganze Zeit. Ich glaube weniger. Okay, macht nichts. Das ist heute einfach ein bisschen viel jetzt, ne? Alle wollen sich die halt angucken. Entdeckt das Ganze die nächsten Tage. Ich werd es mir die nächsten Tage auch in Ruhe angucken. Und sobald das erste Knappstrupper Fohlen oder das erste Pferd bei mir dann halt eben auch Einzug gehalten hat, werdet ihr das direkt erfahren, werde ich dazu ein Video machen. Und schreibt mir auch mal bitte in die Kommentare, ja, was ihr euch so wünscht, was ich euch so zeigen soll. Ja, Erwachsene gibt es noch nicht, aber Fohlen gibt es auf jeden Fall auf dem Markt. Silberne, dann gibt es hier Schimmel. Es gibt hier Gescheckte. Und die sind alle so süß. Oh mein Gott. Gucken wir uns das hier noch an. Och, was niedlich. Echt süß. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Werte bei denen sind. 708 GP. Wow.
Ein Champion in Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Ausdauer, Rennen oder Fahren. Aha. Also quasi alles. Erfolge. Da sind dreimal durchschnittlich bei. Also da muss man, glaube ich, wirklich aufpassen, dass man da das Richtige halt wirklich erwischt. Und da nicht irgendwie Pech hat und dann ja, ein schlechtes Pferd erwischt. Gibt es die eigentlich auch hier drin? Islandpferd, Kladruber, Knapstrupper, hier gibt es auch welche. Ja, das sind die wahrscheinlich, ne, die hier gekauft wurden und dann halt eben auf dem Pferdemarkt landen. Da muss man vielleicht auch ein bisschen abwarten, ne? Ich denke, das ist die beste Lösung. Oder halt wirklich einen Kracher entdecken, dass man wirklich Glück hat. Genau. Okay, ihr Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen hier bis hierhin, dass ihr durchgehalten habt und hoffe, ihr habt auch so viel Spaß an den Knappstruppern. Werdet ihr die auch züchten oder sagt ihr, nö, kein Bock auf die Knappstrupper? Lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Und ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao!